Feierstimmung nach der Gerichtsentscheidung beim rechtsextremen Kompaktmagazin. Dessen Leiter Jürgen Elsässer reagiert auf der Social-Media-Plattform X mit fragwürdigen Vergleichen. Der größte Triumph in der Nachkriegsgeschichte. David siegt gegen Goliath. Kompakt siegt über Fäser. Die Demokratie siegt über die Diktatur. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, Kompakt darf wieder erscheinen. Das ist aber nur eine Art Zwischenschritt. Das endgültige Urteil steht noch aus. Denn laut Gericht ist völlig offen, wie die Klage ausgeht. Weil das Gericht derzeit nicht abschließend einschätzen kann, ob die Pressefreiheit vorliegend überwiegt. Es hat zwar festgestellt, dass in dem Magazin Beiträge enthalten sind, die kämpferisch gegen die demokratisch-freiheitliche Grundordnung gerichtet sind, aber es konnte noch nicht abschließend beurteilen, inwieweit das ganze Magazin als solches prägt. Mitte Juli hatte die Bundesinnenministerin die Monatszeitschrift verboten. Der Grund: das Magazin sei ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Impfdiktatur, Asylbombe, Patriot Putin, nur einige Kompaktschlagzeilen. Politisch ist das Blatt stets eng an der Seite der AfD. Das Innenministerium reagiert heute nur schriftlich und macht klar, es bleibt beim Vorhaben, Kompakt zu verbieten. Das BMI wird daher seine Rechtsauffassung für das Verbot im Hauptsacheverfahren weiter umfassend darlegen und den prägenden Charakter der Verfassungsfeindlichkeit weiter substantiieren. In der FDP gab es von Beginn an Zweifel, ob das Verbot verhältnismäßig ist. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Kubicki legt nun nach. Frau Faeser sollte jetzt in sich gehen und sich überlegen, ob sie weiter Wahlkampf für die AfD machen will. Ähnliche Töne auch von der Union. Die Bundesinnenministerin hat dieses Verbot verfügt und deswegen trägt sie natürlich auch die politische Verantwortung für ein mögliches Scheitern. Bis das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das endgültige Urteil fällt, können allerdings noch Jahre vergehen.